Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge der Crafting Challenge. Ja, wir haben beim letzten Mal den Umbau gehabt und oh, wie schön. Ja, der Charlie hat endlich mal die geerntete Rose der Jolina geschenkt. Das war ja auch schon sehr überfällig, dass die noch frisch war im Inventar. Das verdanken wir der wunderbaren Sims-Logik, was ich jetzt sehr positiv sehe natürlich. Ja, also den meisten, also es haben ja jetzt nicht so viele kommentiert, aber die meisten hat das ganz gut gefallen. Und die Schnattchen hatte auch geschrieben, die Küche, also die Schnattchen hat auf simszoo.de im Blog geschrieben, dass man die Küche hätte hier um die Ecke machen können und hier den Essbereich. Das wäre natürlich sehr gut, das kann man gut so machen. Ich glaube, die Küche könnten wir wirklich dann irgendwann mal hier hinnehmen, beim nächsten Umbau. Hier hinnehmen, ja, dahin machen. Oh, falsche Richtung. Aber der Essbereich, ich sehe den wirklich eher hier, ne? Da kann vielleicht noch irgendwann ein Teppich hin. Wir dürfen ja jetzt keinen kaufen. Aber die Jolina hat ja irgendwann mal den einen Teppich da fertig gestrickt. Oder hat die schon? Nee, ne? Nee. Ich glaube nicht. Nein, der ist noch nicht fertig gestrickt. Gut. Ja, da ist wohl jemand sehr müde. Dann gehst du wohl automatisch, weil hier, ne? Weil wegen Rot. Gut, dann mach das mal. Ich wusste gar nicht, dass du jetzt, also, beziehungsweise ich habe vergessen, dass du so müde bist. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, wir könnten noch mal eine Runde reisen. Aber gut, das wird wohl nichts. Jolina, du machst mal hier die Wanne sauber. Muskelschmalz verwenden, ja, das kannst du auch tun. Ich mag ihr Outfit echt gerne. Ich weiß nicht, ob ihr das mögt, aber ich finde das echt klasse irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, und ihr seid schön am miteinander quatschen, rumblödeln. Ja, wir müssen uns unbedingt merken, also ich muss mir unbedingt merken, dass die Sophie Vegetarierin ist. Mir ist gerade zu laut auf den Ohren. So, und ja, da muss ich unbedingt drauf achten. Und Charlie braucht ja noch eine dritte Fähigkeit. Da habe ich mir überlegt, wir könnten eventuell eigentlich das Kochen nehmen. Ich meine, aufsprudeln wäre theoretisch ja auch gegangen. Aber das steht nicht mit auf der Liste. Angeln ist ja auch keine Crafting-Fähigkeit, ne? Also, steht nicht auf der Liste zumindest. Wir haben Geschicklichkeit 10, das war ja klar. 5 Kochen und Backen, ja. Ich denke, ich nehme das Kochen. Oder die Gartenarbeit ist eigentlich egal, die stehen beide auf der Liste. Können wir uns dann aussuchen am Ende. Aber ich denke, Kochen könnten wir schon ein bisschen anpeilen. Der Charlie kocht ja auch so gerne. So, was könnt ihr noch hier machen? Vorteil des Vegetarismus preisen. Mit Notennecken. Na, ihr wart noch nicht mal in der Schule, Mädchen. Die zukünftigen Noten, ich weiß gar nicht, ob ich die in die Schule schicken soll. So, und du schrubbst ja ewig hier. Ich hoffe, hier ist nichts verbuggt. Gut, was ist denn mit euch jetzt hier? Wollt ihr vielleicht Puppentheater aufführen? Für Schulalltag, ja, das ist natürlich wunderbar spannend. Jagd auf den Notebook-Dieb. Naja, wir holen mal das Wesen von Granite Falls. Und du machst das für deine Schwester, die sich hoffentlich hier vorne hinkniet. Oder hinstellt, wenigstens. Oh, der Teppich ist schön. Ja, das war jetzt ein bisschen Eigenlob. Ich habe den ja erstellt. Ich habe ja einmal die Struktur. Das ist der Teppich Mona und dann habe ich den Teppich Flauschi, der hat ein bisschen größere Struktur. Ah, du stellst dich echt dahin, ne? Ja, ja, Jolina ist auch müde. Aber Jolina wird hier etwas anfertigen. Wir brauchen auch eine Stehlampe. Ich habe mir die Regel nochmal komplett durchgelesen. Und wir brauchen auch einen Schreibtisch im Kinderzimmer. Also auf jeden Fall, wir könnten den Schreibtisch machen. Die machen wir jetzt erstmal nicht. Wir machen erstmal einen Stuhl. Ja, weil wir haben nur 2 Stühle. Und da brauchen wir natürlich noch mehr. Oh, die Schnitter.
ich bin jetzt echt in Versuchung, sehr in Versuchung, dieses wunderschöne Muster für den Stuhl zu benutzen. Ich glaube, das sieht gut aus. Hier in der Ecke ist was und hier auf der anderen Seite so schön asymmetrisch. Ich habe es gedrückt. Vielleicht wird der Stuhl was. Wenn der Stuhl nichts wird, dann nehme ich die Farbe nicht beim nächsten Mal. So, und Julina muss danach ein bisschen schlafen. Oh, jetzt huckst du dich doch auf den Boden. Wie schön. Oh, mein Foto davon. Ein Screenshot. So. Mach mal die Wände hoch. Das geht ja wieder. Erst machen sie es kaputt, dann machen sie es wieder ganz. Kuh, ne? Ja, genau. Kuh ist runter. Okay, das ist ein bisschen komisch. Sieht nicht so gut aus, wie ich dachte. Aber wir gucken mit zu. Aber jetzt haben wir keinen Ton mehr, weil wir die Tab-Taste benutzt haben. Der ist alles ein bisschen leiser. Finde ich auch echt schade. Mal die wunderbare Giraffe, die hat die Miss Fantasy gemacht. Im Sims 2 kann man die runterladen. Ich glaube, ich verlinke euch das einfach mal. Den schönen Wandsticker. Könnt ihr einfach in der Videobeschreibung schauen, dann habt ihr das auch. Und das da ist natürlich ganz toll. Ja, machen wir mal die Wände weg. Oh, du klatschst. Das gefällt dir, ne? Oh ja, vielleicht davon ein Bild. Hätte ich nicht besser machen können, sagt sie jetzt, ne? Deine Schwester ist toll, gell? Die unterhaltet dich gut, unterhält dich gut. Ah, toll. Oh Gott. Und instant voll die Langeweile. Nee, nicht gut. Och Mensch. Jips, jips, jips. Gähnende Langeweile. Ach Mensch, wieso kann man das dann nicht ein bisschen feiner justieren? Entweder so oder so. Jetzt muss ich wieder den Ausgangspunkt ändern. Damit das irgendwie geht. Mach mal so. Wird das was? Wäre eigentlich cool. Ach guck mal, die haben auch ein bisschen Hunger und ein bisschen müde. Kannst du da mal auf Toilette gehen? Die Maschine scheint gut zu funktionieren. Oh ja, Tatsache. Das hat funktioniert. Juhu! Dann holen wir den Stuhl mal schnell raus. Ah, oh, das sieht echt gut aus. Und sogar an den Beinen. Ja gut, es sind Rosen mit Dornen, aber so kann das halt mal sein. Das sieht toll aus, oder? Oh, ich bin froh, dass ich die benutzt habe. Lange aufgespart für diesen Moment. Ja, so, ich glaube, das hier wird auch Deko. Die können wir eigentlich nach oben verfrachten. Ja, ich stelle sie raus, weil ich will den nicht aus Versehen doch irgendwann verkaufen, weil ich es vergessen habe. Dass wir die wahrscheinlich nicht verkaufen dürften. Ja, deswegen. Aber wo stellen wir sie hin, ne? Vielleicht hier? Oder hier? Ich meine, es ist nicht deren Stil hier, aber sie haben sie halt gewonnen, ne? So, und im Schlafzimmer muss auch ein Spiegel hin, habe ich gelesen. Ja, die Räume müssen eine gewisse Ausstattung haben. Das habe ich natürlich auch wieder mittlerweile vergessen gehabt. Ah nee, wir machen es an die Wand. Obwohl hier auch ein schönes Bild hingehen würde. Ne? Das, ja, gut. Die anderen Sachen lassen wir. Gute Nacht. Mach so schön Nickerchen. Ja, du kannst eigentlich für dich und deinen Mann auch ein Doppelbett herstellen, das in dem Stil, glaube ich, ist, ne? Ihr seid immer noch dran. Oh ja. Guck mal, die musste ganz dringend, die ist jetzt weg. Aber das siehst du nicht, ne? Keiner mehr da? So, dann komm mal raus. Und was könntest du noch machen? Oh ja, wir haben die tollen Fotos. Mm. Das sind die großen. Oh. Jetzt guck
immer, was das Wertvollste ist. 12, ne? Ja, dann nehmen wir doch das. Oh, wie toll. Und die Zahnlücke ist einfach grandios. So, schwarz-rot, helles Holz. Dunkles Holz. Mhm. Oh, das hier ist verdorben. Das kriegt die Jolina wieder ins Inventar. Und du hast natürlich schon die Hausaufgaben. Du kannst ein Möhrchen essen. Und dann kannst du dich eigentlich mal hier... Oder nee, warte mal. Warte mal. Ich befreie dich von dem Tonklumpen. Du kannst mal hier hinkommen und machst ein schönes Foto von der Natur mitten in der Nacht. So, jetzt kannst du dann noch schnell ein Möhrchen schnabbeln und danach die Zähne putzen, dachte ich. Aber da muss dein Papa aufs Klo. Das ist nicht dein Bett. Das ist dein... Es ist schon 0 Uhr, wie die Zeit vergeht. Ja, sie geht ja schon, Charlie. Also echt. Wieso gehst du dahin? Okay. Nee, du brauchst jetzt gar nicht mit ihr reden. Die hat was vor. Du kannst nach Hause gehen. Foto machen. Ah, schöne Natur. Ja. Da hast du recht. Ah, es wird ein dunkles Bild. Aber das ist, glaube ich, nicht so dramatisch. Das steigert doch deine Fähigkeit. Oh. Ein bisschen widerspenstig ist beim Runtermachen. Guck mal. Ey, was ist denn los hier? Hallo? Merkwürdig. Da machen wir auch ein großes Foto. Ah, jetzt geht's wieder normal. Ich glaube, das Haus da hinten will ich nicht drauf haben. Wir könnten das so machen. Ja, sie übt noch. Sie weiß noch nicht, dass man in der Nacht nicht unbedingt fotografieren soll. Man kann ja die Fotos auch gut verkaufen. Das gibt alles Money und du nervst mich so langsam hier. Wie wär's denn mit wegschicken? Wo geht denn das nochmal? Brillante Idee mitteilen. Ja, das ist ja unser Genie hier, die Jackie. Ja, ich muss mich noch an den Namen gewöhnen. Vor allen Dingen, irgendwie denke ich immer, dass das hier Jackie ist. Dabei ist das immer andersrum. Das weiß Kleinkind schon so. Ich habe ihr jetzt extra die Frisur gegeben, damit die ähnlich aussieht. Vom bewölkten Himmel schwärmen. Braucht man nicht. Sim-Profil. Gut, dann kannst du das vielleicht nicht. Jetzt gehst du aber mal schnell ins Bett. Charlie. Na? Runde Zähne putzen. Oh, hier, das gehen wir natürlich verkaufen. Überplopsi versenden. Weil wir haben jetzt den Umbau gehabt und jetzt fehlen uns natürlich Moneten. Oh, ich hätte hier auch gerne einen Teppich drin. Jolina muss ganz schön viel stricken. Sie kann aber vielleicht auch ihren Kindern beibringen zu stricken. Und dann haben wir noch einen, der auch noch mitstrickt. Hier hinradeln, Skulptur bauen. Naja, gut. Und hier habt ihr wieder Zeug gemacht. Man kann hier nicht drücken, dass die weggehen soll. Zurücksetzen. Immer vorher lesen, nachher tut man die aus Versehen zerstören. Das will ich ja auch nicht. So, dann geh du mal schlafen. Und der nächste Tag ist bald da. Jolina, du gehst am besten auch schlafen. Brauchst kein Nickerchen mehr. Hau dich gleich rein. Auf ins Schlafzeug. Ja, in das Süße. Und dann geht's los. So. Dann spulen wir mal. Das hier ist nicht so schnell, wie man denken könnte. Bleib bloß von unserem Garten weg, du. Die erntet einfach. Ich glaube, es hackt. Jetzt zerstöre ich gleich echt. Du erntest einfach alles ab. Hallo? Geh nach Hause. Rollenverhalten? Hä? Zurücksetzen und geh nach Hause jetzt. Echt eh.
Boah, erntet die hier einfach unser Zeug. Die hat Essen gemacht. Gießen darfst du. Da habe ich nichts dagegen. Aber das ist nicht dein Garten, ehrlich, ey. Hier ist noch keiner wach. Okay. Die müssen in der Stunde in der Schuh, in die Schuh. Oh, von wegen Stunde, das. Oh. Ist das Licht hier an? Automatische Lichter alle. Okay. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Jetzt ist natürlich fast kein Zeit mehr. Ja, das kriegen wir vielleicht noch hin. Wir öffnen das mal. Und was stellen wir euch hin? Den Süßkartoffelkuchen. Naja, ich hole mal das raus und den Süßkartoffelkuchen. Ja, wir müssen mal was zum Frühstück machen. Ein Gericht nehmen. Und du musst auch auf die Toilette. Naja, zum Essen wird es wohl reichen. Das Schöne ist, wenn eine Aktion gewählt ist, gehen die nicht zur Schule, bis die fertig ist. Oh, ihr seid ja jetzt echt synchron rausgesprungen hier. Oh, der Stuhl ist echt herrlich. Ich mag den. So, das da kann rein. Oh, ich habe den Sheet noch an. Ich habe nämlich wieder ein paar Sachen platziert. Ein paar Grundstücke und so. Ja, ein paar Häuschen und sowas. Ne? Man kann ja die Standardhäuser nicht unbedingt behalten. Die sehen ja nicht so toll aus. Gemeinsamer Frühstück hier. Ja. Upsi. Na, warte noch. So. Ja, ich glaube, ich schicke die heute auf jeden Fall mal zur Schule. Obwohl, warte mal. Nee, 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 das können wir ruhig machen. Können wir ruhig machen, ja. Das ist völlig okay. Ihr geht zur Schule. Da guck mal, die eine ist schon weg sogar, ne? Oh. Und ich glaube, wenn wir dann gereist sind mit den zwei Eltern, dann ist die dann auch weg, wenn wir wieder da sind. Du bist ja noch hier. Nee, brauchst du nicht aufräumen, du Fleißige. Guck mal, es ist gleich schon, naja, von der Insel bis zur Schule ist der Weg eben weit. Ach so, das kriegt die Julina, genau. Und die werden auf jeden Fall nicht mehr angemacht, wenn die jetzt aufstehen. Ich weiß auch nicht, wieso das jetzt automatisch war. Ach so, wegen automatischen Lichtern. Ja, lass dich mal fressen, dann bist du auch weg. Okay, das war ein bisschen fies. Und die Post. Rechnung? 1600? Juhu. Das ist nicht so schön. Wir öffnen das mal. Du kriegst auch dein Dings hier. Oder isst du das hier? Nee, hol dir so ein ganzes. Ich glaube, der Obstsalat war, glaube ich, angeknabbert schon. Das macht dann nicht komplett satt, weil dein Hunger ist groß. So, und du kannst auch aufstehen. Kannst dich da mal umziehen. Ach, ich mag diesen roten Schrank. Outfit ändern. Was haben wir? Wir haben kalt. Ja, dann zieh mal den Pulli an. Ja, da muss auch was rein in deinen Magen, ne? Na, die Kerzen mit dem Muster sind wirklich schön. Mir gefallen die. So, und du kriegst auch was zu essen. Kannst schon mal hierher kommen. Eis hinzufügen. Das ist immer noch 100. Ja, ich gucke da manchmal noch. Manchmal gucke ich noch. So. Du kriegst auch das hier. Das kommt auch in dein Inventar. Und hier war doch auch was Gammeliges, ne? Beziehungsweise was Leeres. Was haben wir denn da? Ah, hier die eine Schüssel. Ja, das war's, oder? Ja.
werde mal einem der Kleinen. Ja, dann mach mal schnell ganz hier. Danach kannst du auch noch schnell duschen. Erfrischend duschen. Oh, wie schnell das ging hier. Teile plündern. So, ich wollte der... Entweder der Jackie oder der... Sophie. Wer war denn die Kreative? Du warst die Kreative. Und du warst das Genie. Nee, Quatsch. Wo steht's denn? Der Ruf interessiert... Wieso hast du einen schlechten Ruf? Okay. Was ist denn da an der Party passiert? Ach nee, ich muss ja hier hingucken. Genau. Kreativität. Sozial. Aber sie hat ja schon die Kamera. Aber ich würde sagen, eine von den beiden... Ach so, das, ich kann jetzt eh nichts reinmachen. Aber ja, okay. Ich wollte jetzt eigentlich hier den Wachs verteilen. Na gut. Macht ja nichts. Ist ja alles kein Problem. So, Julina, was machen wir jetzt mit dir? Du kannst eigentlich mal kurz dich hier hinsetzen. Und dann stricken. Und zwar den Teppich. Gucken, ob wir den noch fertig kriegen. Ich werde nämlich derweil hier mal... Oh, was macht Charlie? Charlie kann... alles verkaufen. Und den Imkeranzug anziehen und den Honig sammeln. Ja. Oh, und es ist schönes Wetter, ne? Na gut, Falle leeren, auch gute Idee. Und ja, was ich eigentlich jetzt machen wollte, ist hier mal die Farbe der Bilder anpassen. Das geht im Baumodus nämlich nicht, soweit ich weiß. Zumindest ging es mal nicht. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile geht. Was nehmen wir denn? Silber ist ja eigentlich so ein Grau, ne? Rot, Gelb. Der Abstand hier ist auch nicht richtig, ne? Also das hier müsste eigentlich weiter raus oder die näher ran. Oh, stört ja jetzt auch nicht. Das mache ich irgendwann. Gelb. Hier muss es heller. Sehr schön. Und Gelb. Ach, Julina ist bald fertig. Wunderbar. So, das hier auch in Gelb. Oh, das ist aber ein hässliches Gelb. Wieso sieht das nicht gleich aus? Habt ihr nicht hingekriegt. Sehr schade. Dann nehmen wir hier vielleicht... Ja, das Weiß ist auch sehr dunkel. Ah, oder es ist wegen der Anleuchtung? Ja, weil hier kein Deckenlicht ist. Kann auch sein, dass das viel ausmacht. Ja. Dunkles Holz. Können wir jetzt eigentlich machen? Wir haben an der Treppe ist auch dunkel. Ah, das Rot gefällt mir eigentlich schon, ne? Schwarz. Nö, habe ich nicht auf Schwarz gedrückt? Okay, neuen Bug entdeckt. Es gibt kein Schwarz. Komisch. Schwarz. Och nö. Wir machen Rot. Das bleibt auch rot. Und die werden gelb. Oder wir machen die auch alle rot. Hier geht auch kein Schwarz. Ach Mann. Leute, was habt ihr wieder gemacht? Upsala, was war das denn? Rot. Rot. Na, dann machen wir die auch rote. Gut, dann habe ich mich jetzt entschieden. Wird alles rot. Und dann machen wir das nochmal kurz rüber. Jetzt habe ich natürlich den Sheet ausgemacht. Machen wir da rein. Objekt. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen muss das jetzt ja hier gemacht werden noch. Ein Stück rüber. Reicht das? Nee, reicht nicht. So. So. Und. So. Ja, das sieht doch schön aus. Und hier kann auch noch eine Reihe hin. Vielleicht hochkant.
Vielleicht tun wir die irgendwann auch anders anordnen. Das steht ja alles in den Sternen. Na, jetzt hängt es wieder hier, ne? Gut, alles wieder gut. Sehr gut. So, Charlie, war was drin? Haben wir was gefangen? Oh, es haben wieder schlechten Honig. Wieso das denn? Weil wir Winter haben, oder was? So, das kriegt die Jolina. Die kriegt immer den ganzen Müll ab. Die verkaufen wir. Ich will keinen schlechten Honig haben. Oh, das kriegst du. Und... ach, guck mal, wie viel wir hier haben, ne? Ich glaube, ich lege hier mal drei raus. Oh, die waren jetzt ineinander. Den Rest verkaufen wir. Und die kommen jetzt wieder rein. Ups. Genau. So. So, das Erziehungsbuch nehmen wir auch mal mit. Vielleicht brauchen wir es ja mal noch. So. Und du, was soll das? Tina? Was ist los mit dir? Na gut. Ja. Du hängst hier wohl fest? Wir haben Tina gerettet. Ja, irgendwas ist mit dem Spiel manchmal falsch. Das kennen wir ja schon. Ja, ich würde sagen, jetzt reisen wir mal schnell. Mit der Jolina. Ja. Ja, da sind wir. Ich habe jetzt nicht gesagt, wo wir hingehen. Und zwar zu dem Wüstenblütenpark Version 2. Ja, Charlie zieht sich mal um. Es ist ja ein bisschen frisch. Hier, zieh mal das an. Und Julina lacht sich schon einen ab. Wir müssen nämlich sammeln gehen. Jawohl. Ich hätte jetzt auch gerne die Kinder mitgenommen, aber gut. Man kann nicht immer alles haben. Hier kannst du ein bisschen graben. Was haben wir noch hier? Nichts, ne? Hier ist nichts. Hier ist das. Ah, oh, Zitrone. Oh, wir könnten Ableger nehmen. Da können wir eine Pflanze kreuzen und können die ja trotzdem züchten, ne? Oder wie ist das? Damit ein... was haben wir? Ach ne, wir haben ja Zitrone. Mensch, was mache ich denn da? Wir brauchen doch keinen Zitronenbaum. So, wer bist du, Nadine? Hier kann man angeln. Soll einer angeln? Wasser untersuchen? Wasser sammeln? Ja. Dann angel du mal, Charlie. Und wir gucken mit der Julina mal weiter. Hier ist auch Zitrone. Ja, ich hätte gerne Banane. Brauchen wir. Zwiebeln wären gut. Gänseblümchen. Wir haben jetzt zwar Winter, aber gut, da muss ich mal schauen, was hier so gibt. Vielleicht haben wir ja Glück. Chrysantheme. Altmaterial. Ja, das ist gar nicht schlecht. Naja, im Herbst sieht hier auch schön aus, ne? Na, schönes Bild. Der Baum bleibt natürlich grün. Das ist die Hoffnung, der Hoffnungsschimmerbaum im Winter hier. Ach, guck mal, hier haben auch die Dinger. Oh, hier ist nochmal was. Dann grab mal hier. Oh, du fährst mit dem Fahrrad wieder. Das ist auch okay. Ah, wir können jetzt die Rechnung bezahlen. Sehr gut. Wie ist das denn passiert? Na gut. Was ist hier? Hat denn einer eine Schatzkarte? Ne, du hast keine Schatzkarte. Okay. Weil da findet man eventuell hochwertigere Dinge. Aber ich hätte eigentlich gern was zum Pflanzen. Vielleicht hier hinten? Ah, du kannst hier auf Klo. Ja, vielleicht ist es auch die falsche Jahreszeit, ne? Das kann sein. Nur wenn ich schon mal dran denke, habe ich gedacht, gehe ich auch reisen. Oh, hier ist eine Froschdings. Wasser sammeln und Frösche suchen. Ja. Das sieht auch aus, hä? Ah, nee, runter. Einsame und verlassene Stelle hier in Sims.
Oh, hier haben wir ja was. Ach, wieder Zitrone. Also gut, ich glaube, Zwiebeln gibt es hier nicht. Zumindest sehe ich keine. Was hier? Chrysantheme. Gänseblümchen. Gut, die Toilette benutzen wir nicht. Wir reisen gleich woanders hin, weil ich will wirklich ein klein bisschen schneller noch vorankommen. Ah, ich glaube, in Willow Creek gibt es doch, glaube ich, welche. Charlie beim Angeln. Das haben wir auch schon eine Weile nicht gesehen. Na? Und du bist am Fahren. Da können wir dich auch mal beobachten. Wie oft wir hier waren, ne? Und gegrillt haben. Ganz schmuddelig, wie wir waren hier. Ja. Mal ein Stück die Seite. Oh, ich habe hier noch gar nicht oben. Aber hier so mitten im Gebüsch, das sieht schon nicht schlecht aus. Was war das denn? Na, okay. Ich mag die Fahrräder. Solange sie halt nicht in den Räumen fahren. Für solche Sachen ist das schon nicht schlecht, obwohl du echt einen Zahn zulegen könntest. Ich glaube, mit dem Rad wäre man ein bisschen fixer. Unterwegs. Na gut. Gibt es eigentlich noch so eine angemalte Version mit Blümchen und sowas? Okay. Einen Goldfisch haben wir zumindest gefunden. Jetzt musst du pinkeln, ne? Aber ganz dringend. Einfach so gut. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Und ja, da geht's weiter. Ich reise schon mal zum nächsten Grundstück nach Willow Creek und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge direkt vor Ort. Tschüssi!